Hungriger Besuch beim Kölner Fernsehkoch René Steinbach. Die Gewinner unserer Verlosung machen sich bereit für einen ganz besonderen Kochkurs à la Sims. Mit dabei Moderator Michael Neudert. Ich muss halt auch wirklich sagen, dass ich es deswegen sehr, sehr schön finde und generell diese Community-Events sehr, sehr schön finde, weil man da nämlich mal rausgenommen aus dieser virtuellen Welt mal in der Realität auch wirklich miteinander ein bisschen schnacken und kochen und essen kann. Und das ist definitiv immer noch das Allerschönste, was man miteinander machen kann. Aber direkt danach kommt dann Sims spielen. Zuerst gibt es für die angehenden Meisterköche ein wenig Theorie, aber dann heißt es an die Messer, fertig, los. Neben den klassischen Küchenarbeiten müssen sich unsere Gewinner auch in Akrobatik üben. Pfannen schwenken wie die Profis und das, obwohl die Ziele gar nicht so hoch waren. Eine Dose aufmachen. Auf den René habe ich mich gefreut. Ich koche selber schon ein bisschen und da kann man sich bestimmt Anregungen beim René holen und ich denke, dass da bestimmt was geht. Mit ein paar Griffen in die Kochtrickkiste zaubert René zusammen mit den Sims-Köchen leckere Dips als Vorspeise und als Hauptgericht ein scharfes Currywurst mit Wokgemüse. Nicht nur kulinarisch ein Erfolg. Viele Tipps und Tricks, Kniffe mitgenommen, so Kleinigkeiten. Also es war auf jeden Fall super lecker. Also meine Erwartungen haben sich voll erfüllt. Ich war sehr zufrieden mit den Kochleistungen von René. Und das könnt ihr auch, denn die Rezepte von unserem Sims-Koch-Event findet ihr auf unserer Seite. Guten Appetit!